Dann würde ich mal sagen, sei gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. In Anfolge an Resident Evil Revelations 1 spielen wir jetzt live auf Twitch und später auf YouTube in den Parts Resident Evil Revelations 2. So schaut's aus. Resident Evil. Revelations 2. Episode 1. Panel Conroy. Furcht vor der Nacht. Furcht vor der Nichtnacht. Aha. Bioterrorismus. Die Welt lebt damit. Sie leben damit. Viren werden gestohlen, manipuliert, zweckentfremdet, mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Politikern, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen Sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik, stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmob, der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Man nennt uns TerraSafe. Denn Terr muss nicht mit Orist enden. Autsch. Hey Leute. Redfield. Oh, hi Claire. Der Jokermann von Adwege, der hat das Fußspiel Adwege getan. Hey! Hey Claire! Moira! Willkommen im Club. Bereit zum Dienst, Frau Redfield. Wann fängt die Quälerei an? Ach, komm schon. Wie lange sind wir Freunde? Lang genug, dass ich dich verarschen darf. Psst. Claire, kannst du mal... Was ist los, Neil? Irgendetwas geht davor in Washington. Hast du etwas gehört? Was? Das neue Virus? Komm schon. Du weißt, Tricell ist Geschichte, oder? Hallo? Hey, ist das Burtons Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie und ihren Vater? Aber hallo, gefährliches Terrain. Okay, du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du dann noch hey, drin? Ich beschütze nur TerraSafe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer, viel Glück beim Einreiten. Sie ist doch kein Pferd. Ciao. Oh, was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal um was ich ihn bitte, er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Da geht der Ärger los.
Warum hat sie sich geöffnet? Ich habe nichts gemacht. Warum stöhnt mein PC gerade auf? Wohin wurde ich gebracht? Die Mausempfindlichkeit. Na dann. Ich erwartet von dem Spiel nicht zu viel in Sachen Grafik. Das Spiel ist auch von 2013, 14, keine Ahnung. Okay, und hier sind wir erstmal mit Claire Redfield in einem unterirdischen Zellenblock gefangen. Okay, ich muss vielleicht irgendwann mal meine... Keine Sorge, ich werde dich da sofort rausholen. Ich müsste mal meine Maus-Sensibilität mal einstellen, weil ich darf die Maus wirklich nur minimal bewegen, wenn ich sie normal bewegen würde. Ups. Okay, hier haben wir Moira. Geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Claire, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhigt dich. Oh Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge, wir werden hier rauskommen. Die Tür öffnet sich auf einmal so. Bestimmt keine Falle. Nichts hier ergibt einen Sinn. Wenn er freigelassen. Wünschte, ich wüsste es. Macht Sinn. Was glaubst du, was das ist? Oh shit. Wir sollen also entkommen. Das wird spannend. Waffen haben wir noch keine. Ich hoffe, wir kriegen bald welche. Hast du das gehört? Wer schreit da? Ist hier drin noch jemand? Bisher sind noch keine Gegner da, die wir besiegen müssten. Oh, ein Messer haben wir schon mal. Dann bin ich Lampenträger. Okay, wir können schon mal messern. Zumoras Lampenträgerin. Ich hab schon gehört, dass da... Scheiße! Ich hab schon gehört, dass Mora so ein bisschen die Pazifistin ist. Das war dann auch mal mit ihr mal spielen werden müssen. Und die es nicht mag, Waffen einzusetzen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Die Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Sorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormität zeigen.
Eine 10 Minuten ist aber gut. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Moira. Los! Ja. Moira hat ein Symbol beim Kopf. Okay. Das bedeutet nur, dass sie jetzt Vorsicht. Was macht oder wie? Bleib zurück! VR ist die, also. Das Tutorial ist unnötig. Jumpscare des Todes. Und wieder verbessern. Jumpscare sind so ein billiges Mittel. Was zum Arsch habe ich gerade gesehen? Ich weiß es nicht. Das Monster schon mal nur vertrieben. Ich sehe nämlich keine Leiche. Sorry. Komm, ich huste schnell. Ein bisschen rum. Erfahrungsgemäß ist in den Spinden was drin. Heilung. Sehr gut. Munition kriegen wir noch nicht. Nein, nicht kaum benutzen. Oder doch? Mit Kuh können wir das machen. Wenn wir zum Üben. Jetzt später bereuen. Am leichten Modus wird es nicht berühren. Gina. Ihre Augen. Oh Gott. Kanntest du sie? Okay. Ja, sie ist bei TerraSafe. Warum tut jemand so etwas? Das angucken. Wir müssen weitergehen. Ich kann den Wind draußen hören. Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Ist auf keinen Fall der Weg nach draußen. Oder wir kriegen den Schlüssel erst am Ende. Ein Irrer könnte nur... Oh, das ist nicht in Ordnung. Tonisches Schloss. Da kommen wir auch nicht durch. Tja. Untersuchung. Das ist ein tiefer Block. Da steht doch schon dran, was es ist. Oh, Schlüssel. Und die Tür ist auf magische Weise offen. Hier will doch irgendjemand, treibt irgendjemand sein Spielchen. Wie sollen wir dann?
nicht hin, weil die waren auch ein bisschen um. Oh, ein Rubin. Gibt es wahrscheinlich für den Händler, den Sack kaufen und verkaufen kann. Das ist Teil des Rätsels. Und da hat er gerade Goldpunkte angezeigt wurden. Befürchtet, dass wir die verkaufen müssen. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drüben. Oh, hier stinkt es aber. Von anderen Seite verschlossen. So kennt man das. Wo ist das denn, Riesi? Der Schlüssel ist weg. Ach. Bist du, wirst du die benutzen? Du bist verlässlicher als jeder Mensch, wenn du es sagst. Vielleicht dieselbe, die uns hier reingelassen hat. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Und könnte wir überall Kanone, sein. Juhu. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Sehr schön. Oh, Charaktere wechseln. Noch hier sind die Schlüssel. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? Claire, ich sehe den Schlüssel. So. Er ist zu weit oben. Ich versuche ihn herunterzuschießen. Nein, du das bitte nicht. Keine Munitionsverschwendung. Zum Glück nur ein Schuss. Ich werde sowas von bereuen. Ach du! Krieg ich Jumpscare, Sasse. Kopfschuss. Oh. Vergiss ihn! Lauf einfach! Lauf, Moira! Lauf! Wird doch bestimmt gut. Kein Mut. Munition. Muss laufen, wo man auch schießen kann. Nicht so der Stress. Ist nicht so, als wäre eine Horde Zombies. Noch mehrere. Oben sein. Können wir mal bitte zusammenbleiben? Wann ist das nur vorbei? Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Ausweichen. Wenn es mehr Munition verschwindet, ist unbedingt nötig. Irgendwas drin sein. Sieht Mörder irgendwas? Nö. Was ist das hier? Ist das eine Strafkolonie oder so? Gefangenenlager. Wir sind draußen. Spiel vorbei. Schön wär's.
Wieso nur? Du brauchst auch eine Pistole. Nein, brauche ich überhaupt nicht. Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Nicht in der Sache. Mist, tut mir leid. Ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Unterstützung von Moira. Moira kann mit der linken Maustaste mit ihrem Brecheisen angreifen, indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diesen betäuben. Sie kann außerdem mit der linken Maustaste einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausführen. Also wenn uns die Munition mit Claire ausgeht. Ah, fantastisch. Ich muss üben mit ihr. Ich darf nicht wechseln. Oder schon. Kannst du mal? Claire? Das hast du gesehen, oder? Ja, da war irgendwas. Ja, irgendwer. Na toll, verschlossene Zellen. Und was hat man, dass die gleich aufgehen werden? Die Welt, die da drin sind, rauskommen werden. Fürchte, was du sein musst und werde, was du fürchtest. Was? Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Und wer genau sind Sie? Ja, Sie. So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Spricht sie mit uns oder zu uns? Hier scheint's rauszugehen. Spricht sie mit uns oder zu uns? Technik. Was? Nicht das gleiche. Dialoge, Story ein bisschen, ja. Story weiß ich nicht. Ich glaube, es soll eigentlich ganz gut sein. Besser als Runde 1. Der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht. Nein, sagte der Offizier. Weder stockte dann ein Augenblick, als verlange er von Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage. Und er sagte dann, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib. Jemand mag hier Kafka. Oh. Sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Vielleicht gibt's einen Schalter. Mhm. Ein Verband mit Klammer gefunden. Und eine Werkbank.
Sie können Ihre Waffen an der Werkbank verbessern und austauschen. F. Verbessern. Sie können Spezialteile, die Sie eingesammelt haben, an Waffen ausrüsten und entfernen. C. Austauschen. Sie können die Waffen, die Sie mit sich tragen, mit der geladenen Waffe austauschen. Ah ja. Noch haben wir nichts zum Verbessern. Und da haben wir was zu verbessern. Schadenstufe 1. Funktioniert ähnlich wie in Revelations 1. Man hat die Pistole verstärkt. Mit der werden wir momentan noch am meisten rumlaufen. Natürlich. Kann sie vielleicht? Natürlich nicht. Das Spiel ist, wie ihr euch denken könnt, auch ein Multiplayer-Spiel im Koop. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. Ich spiele es alleine. Im Singleplayer. Kommt sie auch mit hoch? Natürlich nicht. Sorry. Ich hab grad große Wüste mit das. Verzeiht, wenn ich hier ins Mikro krächze. Allein schaffe ich's nicht. Claire, hier lang! Die Tür ist jetzt nicht mehr verschlossen. Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Ich glaube nicht, dass wir so schnell nach draußen kommen. Wir sind verschlossen natürlich. Ich will doch nur hier raus. Einen Schritt nach dem anderen. Oh oh. Dürfen wir mal die Wumme ausprobieren? Auf Russisch. Liebe Mami, weiß nicht, ob du das nie lesen wirst, aber ich brauche dich, sie nennen uns Experimente. Sie folgt uns jeden Tag, wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh, jeden Tag habe ich Angst. Was als nächstes passiert? Mami, bitte hilf mir. Okay, Claire Redfield kann also Russisch. Notiert. Oh oh. Oh oh. Und ob das funktioniert so wie in der Hands. Das ist der Nachteil dieser Wumme. Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen Adrenalin und Noradrenalin Spiegel, um die Furcht zu berechnen, die die Testpersonen empfinden. Die Farben ändern sich entsprechend. Grün, normal, orange, beunruhigt, rot, blinkend,
durch Root-Mutation. Sollte der Sensor einer Testperson zu Root wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Schießen sie dann umgehend. Das sind sehr gute Nachrichten.